Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute möchte ich erklären, wie ich meine Debugging-Fähigkeiten im Laufe der Jahre verbessern konnte. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können. Und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Jetzt starten wir los. Unabhängig davon, ob du Anfänger oder erfahrener Softwareentwickler bist, wird man wahrscheinlich früher oder später auch bei dir einmal einen Fehler im Code entdecken. Wir alle haben Fehler in unseren Anwendungen, weil niemand alles über das Programmieren weiß. Und wir machen manchmal eben Fehler. Schließlich kann man nicht aufhören, menschlich zu sein. Es ist wichtig, aus diesen Fehlern eben zu lernen und Wiederholungen zu vermeiden, indem du Techniken entwickelst, um deine Programmier- und Debugging-Fähigkeiten zu verbessern. Fehler sind in erster Linie logisch oder syntaktisch. Einige von ihnen manifestieren sich durch Ausnahmen oder Abstürze, während andere möglicherweise nur bei Verwendung der Software zu beobachten sind. Beginnen wir im ersten Punkt bei der Identifikation eines Problems. Du musst dir sicher sein, dass es sich um ein Problem handelt, welches im Zusammenhang mit deiner Software oder deinem Entwicklungscode ist und nicht um etwas anderes. Wenn das feststeht, kann zum nächsten Schritt gegangen werden. Wenn das Problem neu ist, versuche herauszufinden, wie lange es besteht und ob es nur für dich oder auch andere Personen sichtbar ist. Kommen wir nun zum nächsten Schritt, und zwar der Klassifizierung des Problems. Wenn es sich tatsächlich um ein Problem in der Software handelt, ist es als nächstes eine allgemeine Klassifizierung notwendig. Und zwar bei dieser Klassifizierung stuft man das Problem hinsichtlich seiner Auswirkung entsprechend ein. Sind es akute und schwerwiegende Probleme, welche durch fehlerhaften Code entstanden sind, oder sind es unbedeutende Probleme für das operative Tagesgeschäft? An dieser Stelle kann auch bereits bestimmt werden, ob es sich um eine externe Einwirkung oder interne handelt. Ein Beispiel für eine externe Einwirkung wäre, wenn im Vorsystem durch ein Wartungsfenster plötzlich Spalten in Tabellen umbenannt wurden und es dazu zu Fehlern führt in der Aufbereitung dieser Daten. Nachdem das Problem nun aufgenommen und klassifiziert wurde, kann nun endlich mit der konkreten Lösungsfindung Debugging begonnen werden. Meine Vorgehensweise ist die Eingrenzung des Problems auf immer kleinere Abschnitte und durch Testen und Ausschlussverfahren. Angenommen, es wird eine falsche Zahl in einem Bericht angezeigt. Dann prüfe ich sozusagen vom Frontend nach Backend die Ursache einzugrenzen. Schließlich lässt sich das Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer der folgenden drei Kategorien einordnen. Kategorie 1, es handelte sich um einen Syntaxfehler. Kategorie 2, es handelt sich um einen Implementierungsfehler. Und Kategorie 3, es handelt sich um einen logischen bzw. inhaltlichen Fehler. Bei Syntaxfehler kann das Eindrücken von Softwarecode stark helfen, weil ein eingerückter Codeabschnitt besser zu lesen ist, einfacher zu verstehen, einfacher auch zu ändern, zu warten und zu erweitern und somit leichter Fehler zu finden sind und zu debuggen. Kommentare hinzufügen, wo die Logik auch komplex ist. Auch das Verwenden einer durchgängigen Schreibweise von Variablen und Befehle erhöht die Lesbarkeit und reduziert die Häufigkeit von Syntaxfehlern. Bei Implementierungsfehlern kann es helfen, die primäre Funktion des fehlerhaften Codeabschnittes nochmals zu reflektieren, ob es nicht auch eine einfachere Lösung gibt. Oft ist es so, dass sich einen bestimmten Befehlssatz oder Software-Pattern nicht wirklich verstanden habe und deshalb eine komplexe Lösung implementiert habe. Bei der Kategorie 3, bei
Bei logischen Fehlern hilft es inhaltlich, die Anforderungen nochmals gemeinsam mit dem Kunden oder auch Kollegen durchzugehen. Ich konnte oftmals schon beobachten, dass nur durch die Erklärung des Problems dem Entwickler den Knoten gelöst hat und die Lösung parat hatte. Nun waren diese drei Tipps hilfreich, aber dennoch kann es vorkommen, dass man nach vielen Stunden noch immer keinen Schritt weiter ist. Man befindet sich im sogenannten Tunnelblick. In so einem Fall hilft es für 2 bis 3 Stunden, das ist unterschiedlich, eine andere Arbeit zu verrichten oder sich abzulenken, da unser Unterbewusstsein wie ein Rechenprogramm trotzdem weiter an einer Lösung arbeiten wird, ohne dass wir es bewusst tun und plötzlich eine andere Sichtweise auf das Problem haben und sehr häufig dann auch eine Lösung finden. Ich hoffe, ich konnte euch durch diese Tipps das Lösen von Problemen bzw. Debugging-Fähigkeiten unterstützen und wünsche mir natürlich, dass ihr auch im nächsten Video dabei seid. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg!